für so klein. Moin Freunde, willkommen zurück bei Nerds am Tech. Ich bin's Ronny und das ist der JBL Clip 5. Quasi der Nachfolger vom Clip 4 mit ein paar Sachen verbessert, wie so eine etwas längere Akkulaufzeit. So um die 12 Stunden kann man hier erreichen. Allerdings nicht auf voller Lautstärke, wie ich das gerade hatte. Immerhin ist es aber dann noch mehr als der Vorgänger. Der ist so auf 7 Stunden gekommen und wir haben jetzt hier auch Auracast drauf. Das bedeutet, der Lautsprecher, der hinten steht, und der, die können beides zusammen spielen. Und dann mache ich das hier auch an. Und dann drücke ich hier nochmal drauf. Gut, den machen wir mal wieder aus, um den geht's nicht. Da haben wir schon ein extra Review zu gemacht. JBL Extreme 4 ist das übrigens. Ja, also ihr habt es gerade schon gehört, dieser kleine kompakte Lautsprecher liegt bei 69,99 €, unverbindliche Preisempfehlung. Das habt ihr noch nicht gehört, das sage ich euch jetzt aber. Und er hat im Prinzip dieses Auracast, das aktuelle JBL-Lautsprecher, mit einem Knopfdruck an beiden Geräten einfach zusammen harmonieren und arbeiten können. Und Wiedergeben von Musik extrem vereinfachen und laut Aussagen von JBL sogar das in unbegrenzter Menge. Das heißt, wenn ihr irgendwo am Strand seid und irgendwie 500 Leute sich da dummeln, die einen JBL-Lautsprecher haben, und wenn es nur die kleinen sind, könnt ihr die alle miteinander koppeln. Sehr geil, sehr spaßig. Und ihr habt, glaube ich, schon gerade auch über das Mikrofon, ich hoffe, das neue Mikrofon macht das auch so, wie wir das uns vorstellen, ja, wie da einfach das ist. Wenn es darum geht, was das Ding kann, ja, dann müssen wir, glaube ich, mal die obere Kamera anfeuern und dann sehen wir hier einen kleinen, kompakten Lautsprecher mit 285 Gramm Gewicht. Wir haben hier oben einen Karabiner, also Clip kommt daher, weil ich den ja halt quasi überall ranklippen kann. An meinem Finger macht es keinen Sinn, aber wir blenden euch mal was ein, wo es Sinn macht. Und das Ganze ist hier oben aus Aluminium. Wir haben hier eine kleine LED, die mir jetzt gerade aktuell den Stand des Akkus ansagt. Wir haben vorne ganz dezent JBL draufstehen. Wir haben natürlich Bedienelemente, um zu pausieren oder zu starten. Genau, ich kann hier die Lautstärke natürlich mit einstellen. Das Ganze ist wieder so ein Mesh-Stoff. Es ist nach IP67 staub- und wassergeschützt. Das heißt, der darf auch nass werden. Das ist gar kein Problem. Habe ich jetzt mehrfach gemacht. Deswegen tropft der vielleicht ja auch noch ein bisschen. Das liegt nicht an meiner feuchten Aussprache, sondern an dem Lautsprecher. Auf der Unterseite leicht gummiert. Dann gibt es hier noch einen USB-Typ-C-Port zum Beladen des Akkus. Der hat insgesamt 5,32 Wattstunden, also äquivalent zu 3,8 Volt bzw. 1400 mAh. Und wie gesagt, kann auf mittlere Lautstärke so um die 12 Stunden spielen. Auf voller Lautstärke reduziert sich das Ganze. Auf der linken Seite gibt es natürlich auch noch Bedienelemente. An, aus, Bluetooth-Kopplung und den Auracast-Button. Wie gesagt, passendes Gerät aktivieren, draufdrücken und dann koppeln die sich. Das ist das, was das Ding kann. Kommuniziert wird über Bluetooth 5.3. Mehr kann das nicht. Und der Audio-Codec ist ein Standard-Codec. Ich glaube, SPC wird unterstützt. Also kein Hi-Res, kein Nix. Erwarte ich bei einem Mono-Lautsprecher jetzt aber auch nicht, weil da gehören da mehrere Treiber zu und eine höhere Bandbreite und blub. Aber das brauchen wir für so Dinge nicht. Ja, genau. Das ist quasi Knallfall. Habe ich gesagt, dass das Ding 7 Watt hat? Sag es einfach nochmal. Das Ding hat 7 Watt, falls ich es vergessen habe. Der Vorgänger lag bei 4,55 Watt irgendwie so. Also auch hier wurde nochmal ein bisschen was gesteigert. Und ich würde sagen, da wir den nicht hinstellen können, legen wir den flach und spielen mal irgendwie Musik ab. Also, klein, kompakt und ich finde schon mit einer sehr hohen Lautstärke gewappnet. Also das ist, das erwartet man, glaube ich, nicht, wenn man nicht unbedingt den Vorgänger hat. Den habe ich jetzt nicht da gehabt, ich kann da jetzt keine Vergleiche ziehen. Aber als wir den das erstmal angemacht haben, war ich so, oh, der ist aber laut. Und das klingt sogar auch relativ bassig. Also ich will jetzt nicht basslastig sagen, weil dafür ist das Gerät dann wieder zu klein. Aber
Wenn man das jetzt hier so hinhält und den einfach so in den Raum scheinen lassen kann, dann kommt das schon vernünftig bei Bass rum. Und das wesentlich mehr, als ich das für so ein kompaktes Gehäuse und so eine kompakte Abmessung eigentlich erwarten würde. Was ich persönlich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass der im Standard immer liegen muss, weil der kann halt nicht stehen. Das ist halt ein Schlaffi. Es gibt, glaube ich, aber irgendwie eine Aufnahme, dass man da den da reinstellen kann, wenn es notwendig ist. Ansonsten irgendwo wird man den anhängen kann. Also ob das nur der Rucksack ist, eher einen großen Ohrring oder so oder weiß ich nicht. Irgendwo eine Bude oder eine Palme oder so, dann ist das ja eigentlich auch okay. Ja, wie gesagt, bassmäßig bin ich da eigentlich zufrieden. Für so ein kompaktes Gerät kommt da richtig viel raus. Ich will da jetzt nicht von tiefem Bassfundament reden, aber zumindest ist es so, dass man da eine 5. Musikuntermalung bei hat. Im Vergleich zu einer Extreme 4 ist das natürlich hier Mäusekino, das ist nix. Aber es ist trotzdem schon gut, was man hier rausbekommt. Mitten und Hochtöne sind auch so da, dass ich sage, ja, das klingt vernünftig. Und ihr habt es ja, glaube ich, gerade mitbekommen, als ich das ein bisschen weiter weggemacht habe, kamen ein paar Stellen mit sehr viel Hochtönen rein und die sind auch klar und verständlich. Wenn ich das Ding aber auf die komplette Lautstärke hochreiße, dann klingt das nicht mehr so sauber. Grundsätzlich einfach ein, zwei Stufen runter, spart eh noch ein bisschen Akku und schont die Laufzeit oder verschönert die Laufzeit, wie man es auch nennen mag. Aber klanglich muss ich sagen, gefällt mir das. Alles, was euch am Klang hier vielleicht nicht gefällt, ihr habt ja Presets, die unterschiedlich klingen und wenn euch das dann immer noch nicht ganz schmeckt, habt ihr einen Equalizer, wo ihr noch ein bisschen manuell was anpassen könnt. Das heißt, selbst wenn das Standardformat, was ich in Ordnung finde, euch nicht gefällt, habt ihr die Möglichkeit, was anzupassen. Wir brauchen natürlich eine App namens JBL Portable. Die ploppt tatsächlich auch auf, wenn ich das Gerät das erste Mal anschalte und die Bluetooth-Kopplung einstelle, dann kommt das hier an und dann heißt das, ja, will ich das koppeln? Ja, will ich. Und dazu könnt ihr auch die App auch gleich aus dem Google Store mit runterladen. Wird für Apple wahrscheinlich genau das gleiche sein. Hier vorne habt ihr quasi dann den Auracast-Bereich Party Together. Das heißt, wenn ich die beiden miteinander koppel, dann taucht der hier auch wieder auf. Ich mache das einfach nochmal. Jetzt müsste er denn rechts unten erscheinen, oder? Nö. Klar. Okay. Aber weißt du was, das hat der Teufel gesagt. Genau, und dann taucht der jeweilige Lautsprecher auf, der, ja, den ich gerade gekoppelt habe. Und ihr habt gerade gesehen, da einen Knopf, hier einen Knopf und schon ist das da. Und das könnt ihr halt mit, theoretisch unendlichen Geräten machen. Dann könnt ihr den jeweiligen Akkustand angucken und wer das Ding zuerst gekoppelt hat, dem gehört es auch. Und in dem Fall war das Sophie für die Social-Media-Beiträge. Ansonsten können wir die Sprache einstellen, rechtliche Hinweise. Wir haben hier natürlich einen normalen Überblick auf der App. Und solange ich aber in dieses Auracast-Modus drin bin, habe ich nur die JBL Signature Equalizer Voranfertigung. So, dass alle quasi gleich klingen, sofern man das jetzt von den Geräten jetzt überhaupt sagen kann, weil der ist kleiner, hat weniger Bass als der große zum Beispiel, aber zumindest die JBL Signature ist dann automatisch angewählt. Und wenn wir dann das Ganze wieder getrennt haben, dann haben wir hier zum Beispiel die Signature, den Chill-Modus, die Energetic oder auch hinten Custom und dann könnt ihr quasi hier am Equalizer ein bisschen rumspielen und mehr oder weniger besser Klang rausholen, nach den nach euren Prämissen. Ob das jetzt gut oder schlecht klingt, liegt dann natürlich an euren Ohren. Ich habe jetzt halt einfach die Standardeinstellungen benutzt und auch euch vorgeführt gerade. Genau. Dann gibt es noch den Party-Time-Boost. Ich mache jetzt mal ganz kurz Musik mit an. Und also der Playtime-Boost soll für eine längere Akkulaufzeit sorgen. Das kann ja bestimmt auch, aber ich finde, das, was dann da rausklingt, klingt nicht mehr gut, weil einfach das Bassfundament, die Unterstützung und Musik ohne Bass funktioniert nicht. Das heißt ja nicht, dass da dominant viel Bass drin sein soll oder dass das im Vordergrund stehen muss, aber Bass gehört zur Musik dazu. Und das fehlt dir komplett. Schön, dass die Laufzeit dann besser ist, aber mich persönlich tangiert das dann eher weniger. Wir können auch hier eine Stereo-Gruppe machen, das heißt theoretisch zwei Clips miteinander und dann einer links, rechts. Wir haben aber nur einen da, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber auch das geht. Und ansonsten gibt es noch ein paar Produktinformationen, eine Kurzanleitung, wir können das Gerät umbenennen, den Rückmeldeton, wenn ich irgendeine Tätigkeit hier ausführe, den kann ich ja auch stumm schalten. Es gibt Firmware-Updates und das ist dann alles, was die App kann. Und ich finde, das reicht aus. Sie ist nicht notwendig, ich kann sie aber benutzen. Grundsätzlich kann ich ja am Gerät selbst auch alles einstellen. Ja, ich glaube, ihr habt gehört und gesehen, dass ich mit dem Ding Spaß habe. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt, wie gesagt, bei 69,99 €. Das ist für so ein kleines Gerät schon relativ viel. Man muss natürlich den Namen JBL mitbezahlen, man muss auch die Marke wollen und jeder, der so sagt, ich will aber vernünftiges, richtiges, gutes Audio, wird sowieso nicht im 80, 70, 60 Euro Preisbereich sich rumtreiben und wird vielleicht auch nicht unbedingt JBL benutzen. Da gibt es halt Millionen von Anbietern. Wenn es aber darum geht, man will eine junge, so jung ist die Marke eigentlich auch gar nicht mehr, aber eine jung gebliebene Marke mit einem gewissen Knallbumm-Image sucht, dann ist man hier richtig. Wer den Vorgänger besitzt, wird wahrscheinlich feststellen, ja, okay, das bisschen mehr Leistung und vielleicht Auracast ist jetzt nicht meins. Auch die Akkulaufzeit, die jetzt vielleicht ein bisschen länger ist, rechtfertigt vielleicht den Neukauf nicht. Wenn man jetzt aber sagt, ich will was Kleines, Kompaktes und das soll irgendwo einfach mit angeklemmt werden, dann wäre das auf jeden Fall ein interessantes Gerät.
Man muss bei diesem 70-Euro-Preissegment aber auch einfach die Konkurrenz mit ins Boot holen. Und dann wäre da, die sind alle größer, die Soundcore Motion Boom zum Beispiel, der gibt es für 65 Euro. Der drückt natürlich viel besser, also ist auf dem Level von dem Xtreme 4. Ist von der Verarbeitung natürlich nicht gleichwertig, ist aber größer, knallt, wie gesagt, mehr Lautstärke, mehr Bass raus. Wenn ich aber was Kompaktes suche, dann gibt es auf dem Markt schon noch ein paar Alternativen, die sind jetzt aber auch nicht unbedingt günstiger. Also der Kompromiss hier ist quasi, ich muss was Kompaktes wollen und dann kriegt ihr das auch. Wenn ihr was Großes wollt, könnt ihr natürlich auch zu einer Kiste von JBL greifen. Aber grundsätzlich, das, was der abliefert, muss ich sagen, ich habe jetzt auch irgendwie nichts auf meiner Liste, wo ich sage, das irgendwie gefällt mir irgendwie nicht. Ihr habt keinen App-Zwang, ihr müsst die App nicht benutzen, ihr müsst euch in der App nicht anmelden, aber dieses Auracast mit allen aktuellen JBL-Lautsprechern einfach per Knopfdruck zu verbinden, finde ich super geil. Klang, Lautstärke, Leistung, Codecs, ist alles okay, passt, finde ich gut. Am Preis meines Erachtens nach dürfte man gerne so 10, 15 Euro weniger sein, damit es der Größe vielleicht entsprechend ist. Aber wenn man sagt, okay, JBL kostet halt, dann bin ich auch bereit, das zu bezahlen, dann kann man das auch machen. Also ich finde es auf jeden Fall ein cooles Stück Technik. Was ihr davon haltet, dürft ihr natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich bin da sehr gespannt. Nutzt ihr den schon? Habt ihr den Vorgänger? Könnt ihr so ein bisschen parallel ziehen oder was noch Unterschiede sind, die ich jetzt vielleicht nicht gesehen habe, weil ich den Vorgänger ja nicht benutzt habe oder gesehen habe? Schreibt es gerne rein. Und ansonsten, der Link in der Videobeschreibung ist vorhanden. Den Testbericht dazu habe ich auch schon geschrieben. Und auch das seht ihr gerade. Also, denn, ne? Ich, Party go und tschüss.